Vergiss nicht zu abonnieren, zu teilen und zu liken, um nichts zu verpassen. Um mehr solcher Videos zu sehen. Schau nach vorne, alles brennt. Ja, ich rap in der City, bis mich jeder kennt. Geld immer schöner, es kostet kein Geld. Nur harte Arbeit, hast du was mir gefällt. Ich werde schnell reich sein, kauf mir die Welt. Und lache über sie, weil sie haben kein Geld. Damals haben sie gelacht, parallel. Raketenstart. Heute geht es darum, warum es dir ja nichts bringt, wenn du einfach richtig viel Gewicht drückst, aber es einfach unsauber ist. Schau mal, ich erkläre es euch. Der Grund, warum man immer sagt, achte auf die Ausführung, mach erst wenig Wiederholungen, arbeite dich langsam hoch, ist, wenn du einfach viel Gewicht machen willst, wenn du viel Gewicht draufpackst, weil du sagst, ich will jetzt den und den beeindrucken, gibt es ein kleines Problem. Das Gewicht verliert seine Wirkung auf deinen Körper. Wenn du nur drückst, damit es viel Gewicht ist und nicht drückst, damit du einen Muskelaufbau oder Muskelreiz erzielst oder Muskelkraft, wird es dir nichts bringen. Du kannst Gewicht drücken, wenn die Ausführung aber nicht stimmt oder der Bewegungsradius nicht ganz ist, bringt es dir nichts. Was ist ein Bewegungsradius? Bewegungsradius ist der Radius deiner Bewegung. Bedeutet, wir haben hier meinen Bizeps, ja? Wenn ich einen Bizeps-Curl jetzt machen möchte, ist das hier mein Bewegungsradius. Der Radius meines Arms, in der sich Bewegungsradius ist genau das hier. Das ist mein Bewegungsradius. Okay? Ich mache jetzt mal vor, wie das Ganze aussieht, wenn mein Bewegungsradius verkürzt ist. Das ist ein verkürzter Bewegungsradius. Das hier ist auch ein verkürzter Bewegungsradius. Sagen wir jetzt mal, ich drücke normalerweise 17 Kilo pro Seite und mache so eine Bewegung. 17 Kilo pro Seite. Mein Bizeps wird vollkommen getroffen. Ja? Ich nutze die Dehnung, ich nehme die Dehnung mit und spann perfekt an. Okay? Ich nutze die komplette Bewegung. Ich nutze den kompletten Bewegungsradius. Wenn ich jetzt zu viel nehme, weil ich sage, ich will jetzt die Natalie beeindrucken, dann schaffe ich nur noch so viel. Und dann mache ich so viel. Es ist zwar 30 Kilo jetzt, aber ich mache 30 Kilo mit dem halben Bewegungsradius. Bedeutet, das Gewicht macht nicht mehr das, was es machen soll. Das Gewicht soll deinen Bizeps trainieren. Und es trainiert dein Bizeps nur zur Hälfte, wenn du das hier machst. Du hast mehr Gewicht, aber du bewegst nicht wirklich viel was. Du musst dir vorstellen, der Muskel muss in die Streckung gehen, um danach wieder in die Spannung zu gehen, okay? Anders erklärt nennt man das hier auch die Flexion und das hier die Extension. Ich flexe, ich spanne an und Extension, ich lasse los. Und du brauchst eben von beidem einen vollen Bewegungsradius, einen vollen Bewegungsumfang, um den Muskel effektiv zu trainieren. Wenn du das nicht machst, trainierst du deine Muskeln nicht effektiv genug. Jemand, der dir 30 Kilo neben dir drückt mit Bizeps Curls, die er so macht, hat zwar 30 Kilo, wird aber nicht so viel Muskelwachstum haben oder Muskelaufbau wie du, der mit seinen 17 Kilo so macht. Weil den kompletten Bewegungsradius, du hast den kompletten Radius der Flexion und der Extension. Beim Bankdrücken das gleiche. Du wirst vom Bankdrücken, glaub es mir, du wirst dich nicht steigern, wenn du so trainierst. Bringt dir gar nichts, wenn du nur zur Hälfte gehst. Weil du sagst, okay, ich habe jetzt 100 Kilo, ich mache jetzt so und irgendwann kann ich mehr. Du wirst nicht mehr schaffen. Ich sag zwar, geht über eure Grenzen hinaus, aber mit geht über eure Grenzen hinaus meine ich im vollen Bewegungsradius über eure Grenzen hinaus, nicht im halben. Der halbe Bewegungsradius, den kannst du vielleicht benutzen, wenn du komplett am Ende deiner Sätze bist und du willst komplett auf Muskelversagen trainieren, dass du dann einfach sagst, okay, ich habe jetzt versucht, mein Maximum zu drücken, ich habe es geschafft und jetzt habe ich gar keine Kraft mehr, jetzt mache ich vielleicht nur noch so. Okay, aber wirklich, bis der Muskel tot ist, aber nicht schon von Anfang an. Die Übung, wie gesagt, die Übung erzeugt nicht mehr das, was sie erzeugen soll. Du machst dann somit aus einem Bankdrücken, was für die Brust und passiv für Bizeps und Trizeps ist, machst du dann nur eine Übung, die für gar nichts ist oder beides nur zur Hälfte ansteuert. Aus einem Bizeps-Curl machst du keinen Bizeps-Curl mehr, sondern eine Zitteraalbewegung. Das ist keine Übung mehr. Und so wirst du langfristig nichts mehr trainieren können. Du wirst zwar vielleicht den und den beeindrucken, obwohl ich wäre nicht beeindruckt von jemandem, der so macht. Du wirst es so nicht erreichen. Deswegen ist es immer sehr wichtig, dass du den kompletten Bewegungsradius machst. Irgendwann weiß dein Körper von automatisch, wie geht diese Bewegung. Irgendwann weiß dein Körper automatisch, wir gehen jetzt trainieren. Disziplin, alles, was du immer wieder machst, speichert sich in deinem System, auch wenn du es nicht merkst. Und irgendwann weißt du einfach, wie eine Bewegung geht. Irgendwann hast du Disziplin, trainieren zu gehen und allen Dingen im Leben kannst du fast auf alles anwenden. Aber wenn du etwas machst, ja,
immer falsch, wird dein Körper dieses immer Falsche sich auch merken. Okay, wenn du immer nicht gehst, wirst du auch nie anfangen zu gehen. Wenn du immer sagst, ich trainiere jetzt nur zur Hälfte, weil ich viel Gewicht nehmen will, wirst du auch nie mehr Gewicht schaffen, beziehungsweise wirst du immer wieder was falsch machen. So. Jemand, der mit viel Gewicht so drückt, wird auch mit leichtem Gewicht so drücken. Weil er denkt, das ist das, er denkt, das gehört dazu. Das ist nicht mehr das, was es sein soll. Trainiere niemals, um andere zu beeindrucken. Trainiere höchstens, um etwas zu erreichen, um besser zu werden, um individuell zu wachsen. Die einzige Person, die du beeindrucken musst, ist die Person, die im Spiegel ist. Und das bist du selber. Du musst weder deine Mutter, noch dein Vater, noch deine Freundin, noch deine Ex-Freundin, noch dein Erzfeind, noch dein Lehrer, noch dein Klassenlehrer, noch den Klassenclown beeindrucken. Du musst keinen beeindrucken, nur dich selber. Ihr macht damit auch eure Bewegung kaputt. Ihr macht damit eure Bewegung kaputt. Und das Schlimme ist, wenn ihr es so falsch macht, dass es eure Knochen verletzt, dann müsst ihr euch über euer Wachstum Sorgen machen. Aber ansonsten müsst ihr es nicht. Weil, musst dir vorstellen, wenn du etwas so falsch machst, dann ist es schwer, dann ist es schlimm, dann musst du dir Sorgen machen. Aber andersherum musst du es nicht. Andersherum ist es egal. Wenn du wenig Gewicht nimmst und super saubere Ausführungen hast, wirst du dir niemals Sorgen machen müssen. Und irgendwann kannst du auch mehr machen, weil dein Körper geschützt ist. Du schützt auch manchmal mit diesen Bewegungen deine Knochen. Es ist so Übungen wie Kniebeugen. Es ist wichtig, den Rücken fest in einer festen Position zu halten. Bei Kreuzheben ist es wichtig, den Rücken nicht in den Buckel zu nehmen, um deine Wirbelsäule zu schützen und um die meiste Kraft rauszuholen. Wenn du die meiste Kraft rausholen willst, das kannst du eben nur, wenn du deine Wirbelsäule auch schützt, weil durch Schmerzen wirst du nicht die meiste Kraft rausholen. Das ist halt das Wichtige. Okay, Leute. Deswegen macht euch keine Sorgen um euer Wachstum. Deswegen wollen eure Eltern noch nicht, dass ihr trainiert. Genau deswegen wollen eure Eltern nicht, dass ihr trainiert. Weil die Angst haben, dass eben sowas passiert. Weil ihr mit 5 Jungs rausgeht und dann ist da noch die Nathalie und ihr wollt die beeindrucken, weil Nathalie euch manchmal anguckt und ihr wollt, dass ihr euch öfter anguckt, dann verkackt ihr. Wisst ihr? Und dann verletzt ihr eure Wirbel, verletzt ihr eure Knochen, das ist nicht gut. Deswegen achtet immer darauf, vernünftige Bewegungsabläufe, Bewegungsradius, Flex und Extension, ihr wisst Bescheid. Okay, Leute, macht's gut, das war alles, was ich sagen wollte. Haut rein.